So, Terik steht vorne, soweit so gut. Astralenergie haben wir auch noch genug, dann stürmen wir mal in den Raum da rein, von dem ich ja annehme, dass hier schon Piraten auf uns lauern. Aber schaut nicht so aus. Ihr findet ein großes Fass mit 80 Einheiten Wasser. Wollt ihr euren Durst stillen, eure Vorräte auffrischen oder die Finger davon lassen? Das wird wohl kaum vergiftet sein, wenn die Piraten das selber trinken. Also stillen wir erstmal unseren Durst und füllen unsere Wasserschläuche auf. Gut. Ein großes Fass mit 20 Einheiten Wasser. Nein, danke. Oh, und das sind sogar zwei Kisten. Komm mal her, Gwendolyn, und knack das Schloss da. Diese Truhe enthält 50 Rationen, die ihr natürlich sofort an euch nehmt. Natürlich tun wir das? Warum tun wir das natürlich? Bewegungspunkte 3. Und ich nehme an, egal wie wir das verteilen, wir werden nicht wirklich auf den grünen Ast kommen, obwohl Mürrim hat noch recht viel Platz. Also gib mal 10 Rationen an Mürrim. Schon ist sie bei 5. Sie ist immer noch bei 3. Terik ist immer überladen. Gerugon sowieso. Yallen auch schon. Also auf 5. Aber ich glaube, ich kann trotzdem Yallen so ein paar davon abgeben. Probieren wir mal 5 Stück. Und sie ist immer noch bei 5. Das ist sehr gut. Und Talana geben wir auch ein paar. Oh. Wir können unseren Neuzugang einfach als Lasttier missbrauchen. 20. Oh, er ist gar nicht mehr überladen dadurch. Das ist doch sehr schön. Dann kriegst du nochmal 10. Immer noch nicht überladen. Na gut, so kann man das auch lösen. Jetzt haben alle genug Essen. Es ist zwar nicht sehr fair verteilt. Gerugon hat nur eine Ration und die anderen 11 und so, aber na gut. Also, da war nur Essen drin. Hier dann wahrscheinlich auch. Diese Truhe enthält 21 Rationen, die ihr natürlich sofort an euch nehmt. Ich will die nicht natürlich sofort an mich nehmen. Na gut, gleiches Spiel nochmal. Obwohl, wir teilen das vorher ein wenig anders. Du kriegst jetzt 4. Du kriegst auch noch 4. Solange ihr alle schön bei 5 Bewegungspunkten bleibt, ist alles gut. Und der Rest geht wieder an ihn. Sagen wir mal 8. Das hat nicht gereicht. Nochmal 4. Kann er nicht. 2. Kann er nicht. Na gut, dann müssen wir anderweitig jonglieren. Hier vielleicht 3. Ja und ja. Sehr schön. Okay, hoffentlich finden wir hier noch mehr Kisten mit Nahrung, die wir zwangsweise mitnehmen. Knacken wir erstmal das Schloss hier und lassen dann wieder direkt den Vortritt. Noch eine Truhe und noch eine Truhe. Es besteht hier immer die Chance, dass was anderes drin ist als Essen. Und im Notfall können wir es auch einfach wegschmeißen. Also mach auf die Truhe. Terik hat keinen Dietrich. Oh, ist abgeschlossen. Abgeschlossen ist schon mal ein gutes Zeichen. Mit einem leisen Klicken schnappt das Schloss auf. Die Truhe enthält Folgendes: Kurzbögen, Speere, Armbrust, 200 Pfeile und 50 Bolzen. 200 Pfeile, die nehmen wir doch mal mit. Ich hätte nämlich schon wieder vergessen, nach Pfeilen zu schauen. 99 Pfeile bitte an Mürren. Ha, sie konnten nur 32 nehmen, oder? Das ist ja komisch. Nimm bitte alle Pfeile. Kann sie nicht. Du kannst 24. Aber es ist ja schön, dass sie das so einstellen, dass sie nur so viele nimmt, dass sie immer noch auf 5 Bewegungspunkten bleibt. Müssen wir den Rest jetzt nur so verteilen, dass unsere Haupthelden davon nicht zu sehr belastet werden? Also alles zum lieben Erwo. Oh, der kann auch nichts mehr. Na gut, dann schmeißen wir das weg. Wenn wir das jetzt wegschmeißen, sind alle 34 weg. Ich glaube nicht, dass wir nur eine bestimmte Anzahl wegschmeißen können. Testen wir es nochmal mit den Pfeilen. Ich schmeiße jetzt mal die Pfeile weg. Wie viele Pfeile wollt ihr wegwerfen?
Ah, gut, das geht also doch. Das heißt, wir schmeißen jetzt 20 Rationen weg. Und dafür bekommst du jetzt alle Pfeile. So. Ist auf 5. Er ist noch auf 3. 75. So. 5, 5, 5. Immer noch 3. Dann schmeißt die Pfeile halt weg. So teuer sind die eh nicht. Können wir neu kaufen. 32 Stück. Und 24 Stück reichen erstmal, denke ich, für diesen Dungeon. Sonst noch irgendwo welche? Ja, und er hat noch jede Menge hier auf Vorrat. Das ist schon okay. So, zurück. Was sagt die andere Truhe? Diese Truhe enthält Säbel, Entermesser, ein Schwert, Skraja und eine Orknase. Oh, die Orknase nehme ich doch mal mit. Die alte ist ja zerbrochen. Da ist die Orknase. Und er hat sogar noch Platz dafür. Sehr schön. So, da geht's nicht weiter. Auch keine Geheimtür oder so. Das Orange sind ja die Kisten. Das heißt, Terek vor und die andere Seite angeschaut. Die Fischsuppe ignorieren wir immer noch gekonnt. Und die Tür muss wieder Gwendolyn knacken. Ah, ist echt ein wenig lästig mit dem Hin- und Herwechseln. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Terek eine gute Wahl ist für drinnen. Ich schau mal ganz kurz. Wahrscheinlich Sinnesschärfe ist wichtig, um sowas zu erkennen. Und da hat sie schon 5. Terek hat auch 5. Fahrzeuge. Sonst sehe ich nicht wirklich irgendwas, was uns in einem Kerker weiterhelfen könnte. Aber halt die Zwergennase, da wird bestimmt was sein. Leider misslungen. Klick. Und wieder ein einzelner Pirat. Oh ne, da ist noch ein zweiter. Gut, dann läufst du mal dahin vor Talana, damit du gleich schießen kannst. Du stellst dich dahin, um ein schönes Kreuzfeuer zu geben. Oh, das ist Ervo. Du siehst wirklich sehr verwirrend aus, Ervo. Ich wollte dich gerade anschießen. Nur mal Glück gehabt. Na gut, dann halt auf den doch alleinstehenden Piraten. Terek stürmt sowieso wütend, brüllend auf ihn zu, weil er das immer tut. Und Ervo können wir immer noch nicht kontrollieren, was doch ein wenig lästig ist. Wo ist Gerugon? Ich glaube, der steht zwischen Ervo und Talana. So, jetzt machen wir einfach Computerkampf, keine Magie und das kriegen unsere Helden so schon hin. Also Terek schon mal vorne dran, Gwendolyn an der Seite, Gerugon hinten und Ervo da dran. Schön, kann er nicht mehr weg und müsste jetzt innerhalb von wenigen Kampfrunden niedergeprügelt werden. Aber schon komisch, dass es immer nur so einzelne Piraten hier sind. Irgendwo muss es bestimmt einen großen Raum geben, wo die sich alle aufhalten. Oder sie sind gar nicht zu Hause, in Anführungszeichen, sondern gerade auf Diebestour. Silberschmuck kommt mit, der Rest kann hier bleiben. So, was sagt Terek's Karte? Da geht's runter. Klick. Und da sehe ich schon wieder eine Truhe. Und wieder ein einzelner Pirat. Ja. Keine Magie. Rauf da. Ja, Talana. Komm, schneide Talana den Weg ab. Seid schneller. Sehr gut. Auch wenn jetzt eine Elfe wieder im Nahkampf ist und dementsprechend die Waffen gewechselt hat. Das heißt, im nächsten Kampf, den ich manuell steuern werde, werde ich bestimmt wieder versuchen zu schießen, um dann festzustellen, oh, ich habe ja einen Säbel in der Hand. Aber na gut, dafür geht der Kampf schneller vorbei. Das ist auch in Ordnung. So, wieder Silberschmuck. Wieder 7 Abenteuerpunkte. Und eine schöne Truhe. Was haben wir denn hier Schönes drin? Dolch, Schnaps, Silberschmuck und ein Hemd. Das Hemd gucken wir uns mal an. Ein scheinbar normales Hemd.
Und wir haben alle Rüstung an, also brauchen wir das nicht unbedingt. Na gut, weg mit dem Hemd. Und mal ein wenig die Mauern hier angucken. Aber scheint nirgendwo eine Geheimtür zu sein. Schade. Na gut, dann geht's nur noch da weiter. Den Weiser Voraussicht habe ich Gwen denn schon mal in erster Reihe gelassen. Denn irgendwie schließen die hier alles ab. Oh, zwei Piraten auf einmal. Wir scheinen in wichtigere Bereiche vorzudringen. So, du stellst dich dahin. Von hier aus Zielfeld ist blockiert. Oh, da steht Quenlan drauf. Na gut, dann warte halt ab. Du gehst dahin. Du kannst dich dahin stellen und von da aus schießen. Und das war sogar die richtige Elfe. Du gehst bitte dahin. Und du gehst in die Ecke und schämst dich. So, Rufter. Aggressiv natürlich. Du gehst hinter ihn, damit da noch Platz ist für Ervo und die Elfen weiterhin draufschießen können. So. Du stehst jetzt dahin, wo Gwendolyn eben noch stand. Und wechselst deine Waffe. Auf Langbogen, richtig. So, du machst weiter nichts. Du haust drauf. Und du schießt auf den da. So, und schon stellt sich Erbo falsch hin. Die Bogenschützen kommen nicht mehr ran. Ach ja. Dafür kann er viel tragen. Also relativiert sich das schon. So. Eigentlich könnten wir jetzt auch Computerkampf machen. Denn sehr viel sabotieren kann Talana eh nicht. Und der erste flieht und der zweite müsste dann auch gleich. Ach, die Elfen in dem Nahkampf, nein. Da fällt mir gerade mal so auf. Mit der Grafik von dem Ervo könnte das auch echt übel enden, wenn ich mal Zauber und zu schnell klicke. So ein Fulminictus wäre doch schon recht unangenehm, denke ich. So, zwei Silberschmuck, kommt alles mit. Und auch nur 7 Abenteuerpunkte. Das waren doppelt so viele wie sonst. Na gut. Eine Kiste. Gwendolyn, bitte knacken. Und wir haben Silberschmuck, Weinflasche, Wintermantelhose und Heiltrank. Heiltrank nehmen wir mit. Silberschmuck auch. Ein Wintermantel klingt ganz praktisch. Aber wenn, dann müssten wir davon ja eh gleich 7 Stück haben. Also lassen wir den einmal da drin. Können wir hier gucken. Es ist Feuertag, der 8. Travia, also Herbst. Ja, in so 1-2 Monaten sollten wir uns schon Wintermäntel kaufen, vor allem wenn wir im Gebirge unterwegs sind. Wir wollen nicht, dass unsere Helden krank werden. So, oh, in der Ecke haben wir noch nicht gestöbert. Da ist aber nichts. Ah, gut. Dumm, dumm, dumm. Und wieder eine Tür. Misslungen. Also. Und noch eine Truhe. Ah, wir machen richtig fette Beute hier drin. Okay, das ist ein wenig übertrieben. Silberschmuck ist ja nicht ganz so viel wert. Aber wir haben eine neue Orknase gefunden, wir haben ein paar Dukaten gefunden. Und wir tun der Region hier was Gutes. Computerkampf? Nein. Oh, das könnten auch deren Privatzimmer sein, in die wir gerade einbrechen. Und deswegen ist das nur immer einer oder zwei. Auch nicht schlecht. Aber gut, so haben wir die halt in kleinen Gruppen. Kann man auch nicht meckern. Aber ich denke, die werden irgendwo einen richtigen Hort haben. Also so ein... Oh, Ervo fliegt gerade. Aber ja, irgendwo werden die bestimmt schon einen richtigen Hort haben, wo sie denn die große Beute lagern. Oder der Captain von der ganzen Bande muss ja auch noch irgendwo sein. Das wird sich dann bestimmt lohnen. Nein, Level up. Tirik hat eine neue Stufe erreicht. Dann wollen wir mal sehen. Nein, das machen wir nächste Folge, weil das wird sehr lange dauern, denn die anderen werden dementsprechend auch alle Level up haben. Also mache ich jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Oder überspringen die nächste Folge, um das Ganze
Hochleveln zu überspringen. Also dann bis gleich.